Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen aus der Kapelle auf dem Höchsten. Das ist also übrig geblieben von dem schönen kleinen Pflänzlein, das ich von meiner kleinen Tochter zum Vatertag vor vielen, vielen Wochen geschenkt bekommen habe. Das ist das Resultat, wenn man blühendes Leben vernachlässigt, wenn man nicht gießt, für frisches Wasser sorgt. Was für ein jämmerlicher Anblick. Damit uns das im wahren Leben nicht passiert, feiern wir Gottesdienst. Das ist so wie dem Leben neues Wasser hinzufügen. Und wir brauchen das lebendige Wasser, das Christus uns schenken möchte, um nicht innerlich auszutrocknen, um nicht einzugehen, um nicht zu verdursten, ja, um wieder neu aufleben zu können. Christus verspricht, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nimmermehr dürsten. Somit lade ich Sie ein, feiern Sie mit uns, schöpfen Sie vom Wasser des Lebens. Und freuen Sie sich auf einen besonderen Gast, Matthias Berg, mehrfacher Paralympics-Gewinner in der Disziplin Leichtathletik und ein Mensch mit Besonderheit, denn er kam als Kontergan-Kind zur Welt und lebt ohne Arme. Wie er das Leben meistert und was ihm der Glaube an Gott bringt, erzählt er uns im Interview. Und jetzt lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten mit Worten aus Psalm 113. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Bring mich zum Stehen. Berühre mich, Gott, vor einem einzigen Gesicht, vor den einzelnen Menschen deiner heiligen Gemeinde. Bring mich dazu, Atem zu holen,
vor einer einzigen Gestalt, vor den durch Unruhe und Oberflächlichkeit Gespaltenen. Bring mich dazu, einen Augenblick zu verharren mit denen Schwachheit Verstummten. Bring mich zum Stehen, Gott. Und dann erfülle uns mit neuer Kraft, dass wir getrost unseren Weg weitergehen an deiner Hand. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Manche guten Dinge brauchen viel Zeit, aber jetzt habe ich es endlich geschafft. Hinter Matthias Berg, unserem heutigen Gast, bin ich schon lange her. Und jetzt sind wir bei ihm zu Hause und ich freue mich riesig, dass es mit dem Gespräch klappt. Herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten, Matthias Berg. Ja, vielen Dank. Matthias Berg ist einer der erfolgreichsten Sportler der Welt, trotz seiner Behinderung. Er kam als Konterganenkind auf die Welt und hat es trotzdem sportlich zu viel gebracht. 11-mal Gold hat er als Leichtathlet, als Sprinter, als Springer und im alpinen Skilauf geholt. Außerdem 10-mal Silber und 6-mal Bronze. Er hat Jura studiert und Musik, spielt leidenschaftlich Horn und das ohne Arme. Und er ist beruflich lange Jahre stellvertretender Landrat gewesen, als Führungskraft für mehr als 300 Menschen verantwortlich. Ein hochinteressanter Mensch. Herr Berg, wünscht man sich nicht trotzdem, Hand aufs Herz, manchmal zwei gesunde Arme? Ja, also gesund sind sie ja, sind nur kürzer. Ja, es gab Zeiten. Ich hatte ganz schwere Zeiten, als wir da, wo wir zuerst gewohnt haben, wo mich jemand erkannte, da ging es mir gut. Als ich 10 Jahre alt war, sind wir umgezogen nach Trossingen. Da kannte mich niemand, niemand war an mich gewöhnt. Und da kamen dann so Sprüche wie Kurzärmle, Krüppel, geh doch zurück ins Heim. Da habe ich mir viele Jahre lang gewünscht, warum muss ausgerechnet ich kurze Arme haben? Lieber Gott, schenkt mir ein paar lange Arme, wie die anderen auch, dass ich in der Menge untergehe und nicht so auf dem Servierteller überall zu sehen bin und die Leute mir hinterher starren. Ja, das in der Zeit war das. Aber danach eigentlich nicht mehr, als ich begriffen habe, dass ich auch Talente habe, dass es auch Dinge gibt, die gehen. Und aus heutiger Warte, jetzt als 54-Jähriger, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mit langen, normalen Armen das alles erleben hätte dürfen, was ich tatsächlich erlebt habe. Insofern heutzutage alles wunderbar. Wie ging es denn damals los, als Ihre Eltern Sie zum ersten Mal gesehen haben? Also für meine Eltern war das bestimmt ganz schwierig, denn wir waren ja damals Überraschungspakete. Heutzutage hat man Ultraschall, da weiß man, was auf einen zukommt. Und wir waren Überraschungspakete, da kam, was kam. Und für meine Eltern war es sehr schwer, erstmal damit klarzukommen, auch für die Ärzte, für die Schwestern. Da war eigentlich jeder überfordert. Hilflosigkeit, auch eine Ratlosigkeit, das war in den ersten Tagen, Wochen ganz, ganz schwer, vor allem für meine Mutter. Wie sind Sie selber mit den vielen Hänseleien umgegangen? Haben Sie dann bei den Eltern irgendwann Schutz gefunden, Geborgenheit? Konnten die Sie trösten oder was hat Sie da gehalten? Also die ersten 10 Jahre
habe ich vor allem meiner Mutter zu verdanken, dass es mir blendend ging. Denn sie hat mich schon als Säugling, als ganz kleines Kind überall mit hingenommen, dass mich jeder sehen konnte, anschauen konnte und seine seltsamen Sätze, die es da gibt, so, was mag in der Familie passiert sein, dass da so ein Kind reingeboren wird, so Gottes Strafe oder sowas. Mhm. Und meine Mutter hat sich gesagt, dieses Spießrutenlaufen nehme ich auf mich, also auf meine Mutter, damit, wenn ich dann größer werde, davon nichts mehr mitkriege. Es war super. Die ersten 10 Jahre in Detmold Heiligenkirchen waren für mich fantastisch. Und durch den Umzug wurde es halt völlig anders. Und da war ich dann tatsächlich ausgeliefert. Aber ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das waren, die das abgepuffert haben, denn ich habe zu Hause nichts erzählt. Meine Eltern haben über Nachbarn oder über Mitschülereltern dann immer wieder mal erfahren, was mir so passiert ist, Hänseleien oder auch täglicher Sadismus von anderen Kindern, was mir auch passiert ist. Und insofern habe ich sehr viel mit mir selber abgemacht, aber ich bin auch nicht damit zurechtgekommen. Gut, ich bin dann über verschiedene Zufälle dazu gekommen, zu spüren, ich muss gucken, wenn es mir selber gut gehen soll, muss ich selber schauen, dass es mir gut geht. Ich muss auf andere zugehen, ich muss den Kontakt herstellen, diese erste kleine Brücke bauen. Das muss ich selber tun. Und wenn mir das gelingt, dann geht es mir besser. Aber das hat mich ein paar Jahre gekostet, bis ich das überhaupt begriffen habe. Aber es ist Ihnen gelungen, Sie haben so eine Brücke gebaut, Sie sind drüber gegangen, Sie sind sehr erfolgreich geworden, wie ich es gerade schon gesagt habe, im Sport, einer der erfolgreichsten behinderten Sportler. Steckt da eine besondere Leidenschaft, ein besonderes Talent dahinter? Oder wollten Sie es der ganzen Welt zeigen? Haben Sie damit was kompensiert? Ich glaube nicht, nein. Also es ging mir auch im Sport nie darum, es anderen zeigen zu müssen, so mit einem Messer zwischen den Zähnen. Sondern ich habe, wie es für einen Leistungssportler unbedingt erforderlich ist, Talent plus Ehrgeiz. Und zwar nicht den Ehrgeiz besser sein als, sondern die Frage, wie gut kann ich werden, wenn ich richtig anständig trainiere, viel trainiere, wenn ich versuche, für mich mein Bestes zu geben. Und das hat mich tatsächlich dann weit gebracht. Aber das war in der Musik eigentlich ähnlich. Den Willen, ich möchte so gut werden, wie es für mich möglich ist. Und dafür hänge ich mich rein. Dafür übe ich, dafür spiele ich Konzerte, dafür mache ich alles, Kurse besuchen, Unterrichte besuchen, was möglich ist, um möglichst tatsächlich gut zu werden. Und ich denke mal, ich habe Gott sei Dank wahrscheinlich intuitiv begriffen, dass ich Sport, Musik, vielleicht auch zu Menschen reden, ein Talent habe. Und ich habe intuitiv begriffen, du hast eine Menge Spaß, wenn du aus deinem Talent möglichst viel machst. Und diesen Ehrgeiz, ich glaube, der ist angeboren. Da habe ich einfach viel Glück gehabt in meiner Anlage. Talent ist ein sehr biblisches Wort. Wenn man hier rumschaut im Wohnzimmer von Ihnen, man sieht vieles. Man sieht fromme Lieder auf dem Klavier, man sieht Kinderbibeln. Glauben Sie nicht nur an sich selbst, sondern auch an Gott? Ja. Das ist für mich ein ganz starker Rückhalt. Ich habe mich mal entfernt, so im Teenager-Zeitalter 17, 18, 19, da wo ich tatsächlich immer wieder gedacht habe, oh, warum muss ausgerechnet ich das und warum passiert das mir? Und da habe ich schon gehadert und mich auch entfernt. Kirche gehen, keine Lust mehr gehabt. Und im Studium, Mitte, Ende Studium, habe ich den Weg wieder dazu gefunden über meinen Klavierpartner, der ein sehr großer Bach-Fan war. Und über den ich dann auch in Kirchenräume gekommen bin. Und dann habe ich auch mit einem Organisten zusammengespielt, sodass ich die Nähe wieder bekommen habe und dann gespürt habe, welche Kraft dahinter steckt, wenn man sich in dieses Vertrauen hineinbegibt. Dass einem eigentlich überhaupt nichts mehr passieren kann. Nur es gibt da diesen Spruch, der liebe Gott gibt den Segen dann dazu. Das ist blöderweise die zweite Hälfte. Mhm. Die erste Hälfte, die muss man selber versuchen, auf die Beine zu bringen. Also es gibt dieses, das ist in christlichen Kreisen nicht immer ganz gern genommen, das hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Da sind ja auch andere Gedanken dahinter. Aber das Grundprinzip, bin ich von überzeugt, ist richtig. Man muss schauen, dass man aus dem, was man an Anlagen mitbekommen hat, für sich etwas Gutes macht. Ein gutes Gefühl dabei hat, Spaß dabei hat, weitermacht, sich nicht entmutigen lässt. Und dann kann man sich tatsächlich auch innerlich zurücklehnen und kann sagen, jetzt bekomme ich den Segen noch dazu, also indem ich spüre, das ist gut, das ist richtig. Mhm. Und das hat mir immer gut getan. Und je länger ich jetzt unterwegs bin auf der Erde, desto mehr spüre ich, das ist genau mein Weg, diese Art des Glaubens. Ich sage mal ZDF. Also ich bin ja ZDF-Paralympics-Experte. Mhm. Und ZDF heißt für mich Z wie Zuversicht. Mhm. Heißt Zukunft, nach vorne gucken, Zuversicht für die Zukunft. D, Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was ich erleben durfte, wie ich heute dastehe oder da sitze. Und F hat zwei Bedeutungen. Einmal die Freundlichkeit sich selbst gegenüber
und anderen gegenüber. Und wenn das zusammenpasst, dann ist, ich glaube, christlicher geht kaum, dann das ist so das, was einem innerlich die Zurückgelehntheit gibt, die Ruhe gibt und eben tatsächlich, was auch kommt, ich komme damit zurecht. Gibt es trotzdem Momente heute in der Gegenwart, wo Sie manchmal mutlos werden, wo Sie enttäuscht sind über Situationen, wie man mit Ihnen umgeht oder was Sie als Gehandicapte auch in der Gesellschaft erleben? Nö, eigentlich nicht. Das heißt, seit sehr, sehr vielen Jahren habe ich diesen Moment wirklich Entmutigung überhaupt nicht mehr gespürt. Ich habe ein paar harte Momente gehabt, weil ich jetzt vor 5,5 Jahren multiple Netzhautablösungen hatte. 4-mal operiert am rechten Auge, 9-mal gelasert am linken Auge, viele 100 Laserpunkte. Mit Gucken geht nicht mehr. Ich musste meinen Beruf vor einem Jahr aufgeben. Das sind dann schon so Wegmarken, an denen man ins Grübeln kommt. Klappt das? Kannst du eine Alternative dir erarbeiten? Was kannst du tun? Weil ich meinen Job nicht mehr machen konnte. Ich habe ihn sehr gern gemacht. Ich wäre sehr, sehr gerne stellvertretender Landrat geblieben. Aber es ging einfach nicht mehr, weil ich mit Lesen nicht mehr klarkomme. Jetzt spreche ich zu Menschen. Ich spreche so Keynotes, heißt das. Also früher war das mal Vorträge. Ich gebe Seminare für Führungskräfte, sich selber führen, andere führen, Moderationen. Und das ist auch eine wunderbare Sache. Aber das war so eine Ecke im Leben, da habe ich tatsächlich mal gezögert, um zu sagen, versuche ich jetzt noch 10 Jahre lang mich durchzubeißen, wohl wissend, dass dann mein Sehnerv vielleicht aufgibt und ich blind werde. Oder schlage ich eine ganz neue Richtung ein? Das hat mich ein paar schlaflose Nächte, ein paar Wochen gekostet, um die Entscheidung zu fällen, zu sagen, Gesundheit ist nicht wiederbringbar. Das gibt es nur einmal. Also muss das andere ist alles richtbar. Ich weiß, dass ich gut zu Menschen sprechen kann. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich glaube auch, dass ich eine Botschaft habe, die ich vermitteln kann. Und ich glaube, dass das trägt. Ich muss ja auch eine Familie ernähren und Ähnliches. Da habe ich drauf vertraut. Und dann habe ich auch Rückmeldung erfahren, zu sagen, mach's, probier's. Aber häng dich rein, streng dich an, mach was draus. Sie haben ein Buch geschrieben, ein wunderbares Buch mit dem Titel Mach was draus. Genau mit diesen Worten. Ist das auch die Botschaft, die Sie Führungskräften vermitteln, vor denen Sie Vorträge geben? Oder wie würden Sie die Botschaft in Kurzform zusammenfassen, die Sie vermitteln? Also meine Botschaft ist, schau nicht nur auf andere, was die haben und du nicht, sondern guck, was du selber als Anlagen hast, was dir Spaß und Freude macht. Such dir was und dann mach was draus. Dann häng dich rein. Dann streng dich an und dann gib dein Bestes. Sei der Beste, der du sein kannst. Und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wie würden Sie den folgenden Bibelvers auslegen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Mose? Ich, der Herr, habe sie geschaffen, die Lahmen, Blinden und die Stummen. Tja, ich glaube, da steckt dahinter, dass Gott alle Menschen erschaffen hat. Egal, wie sie aussehen, was sie können, was sie körperlich, was sie geistig, was sie auch seelisch mit sich herumtragen. Und es ist nicht nur die Worte, sondern auch das Bild, was dahinter steht, dass er jede Art von Unterschiedlichkeit, bisschen größer, bisschen kleiner, bisschen dicker, bisschen dünner, aber auch deutlich kürzere Arme, deutlich schlechter laufen, deutlich schlechter sehen, dass das alles dazugehört zu dem, was Gott geschaffen hat. Und dass jeder Einzelne auch von diesen Menschen die innere Verpflichtung am besten spüren sollte, zu sagen, aus dem, was ich trotzdem bekommen habe, kann ich immer etwas draus machen. Und es gibt viele Beispiele, die tatsächlich mit dem, was sie bekommen haben, etwas draus machen und nicht nur sagen, oh, den anderen geht es besser, mir geht es schlecht, wer kann mir helfen? Das ist nicht der Weg. Eine sehr bewegende und ermutigende Botschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Berg, dass Sie so offen und ehrlich waren, dass Sie uns hierher eingeladen haben zu sich nach Hause. Ihnen alles Gute, Gottes Segen für die Zukunft, in der Hoffnung, dass wir uns mal wiedersehen. Vielen Dank auch Ihnen. Dankeschön. Wenn Sie mehr über Matthias Berg erfahren wollen, empfehle ich Ihnen sein Buch Mach was draus. Sie bekommen es bei uns im Onlineshop oder überall im Handel. Wenn Sie Fragen haben an Matthias Berg, melden Sie sich bei uns. Wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. Thank you.
Ich möchte Ihnen Worte aus Hesekiel 36, die Verse 26 bis 27 vorlesen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und dann ist es plötzlich soweit. Dann kommt er, dieser verheißene neue Geist und damit das neue Herz. Lukas erzählt uns davon in der Apostelgeschichte 2. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, so wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Da haben wir es mit Feuer zu tun, als dieser Geist kommt. Warum eigentlich mit Feuer? Feuer ist das Zeichen der himmlischen Welt. Im Judentum war es ein gebräuchliches Bild, dass die himmlische Welt mit Feuer dargestellt wird. Das Haus, in dem Jahwe im Himmel wohnt, besteht aus Feuer und ist von Feuer umgeben. Feuer ist ein Zeichen, ein Symbol für die Heiligkeit Jahwes, aber auch für seine göttliche Macht und Herrlichkeit. Unter dem Thron von Jahwe geht ein Strom von Feuer hervor. Gott selbst wird genannt das verzehrende Feuer. Gott entzündet ein Feuer unter den Menschen. Nachdem Jesus einige Jahre auf der Welt war, sich dann in den Himmel verabschiedet hat und er ihnen den Geist verspricht, kommt dieser Geist mit Feuer. Das heißt, Gott gibt uns Anteil an der himmlischen Welt, an etwas, was für uns bisher nicht erreichbar, nicht verfügbar war. Jesus sagt, wenn jener Geist kommen wird, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Wir bekommen etwas aus der himmlischen Welt. Und es macht sich breit hier auf der Erde. Wenn wir eine Kerze anzünden im Gottesdienst, dann ist das nicht nur, weil wir es uns gemütlich machen wollen, weil wir feiern möchten, sondern weil wir uns daran erinnern, die irdische Welt bekommt etwas ab von der himmlischen Welt. Mitten in unserer Welt macht sich etwas von Gottes Welt breit. Johannes prophezeit es. Nach mir wird einer kommen, der ist stärker als ich, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann passiert es plötzlich. Die himmlische Welt zeigt der irdischen Welt, dass sie nicht von Gott vergessen und verlassen ist. Und die himmlische Welt zeigt es deutlich, indem sie ein Feuer anzündet auf der Erde. Das heißt, ein Teil vom Thron Gottes, ein Teil von seiner Macht, ein Teil von seinem Haus, ein Teil von seiner Heiligkeit und Herrlichkeit, all das erfüllt die Welt. So sagt es uns Lukas in der Apostelgeschichte. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Interessant, das Feuer Gottes zerteilt sich und setzt sich auf einen jeden von ihnen. Der Geist ist nicht ein Massenphänomen, nicht eine Naturgewalt, nicht globale Allmacht, sondern verteilt, zerteilt, ausgeteilt unter uns Menschen. Und dieser verteilte und zerteilte Geist, von dem jede und jeder etwas hat,
der fängt an, ganz individuell zu wirken, an jedem einzelnen Menschen. Es geht los mit der Sprache. Jeder konnte in seiner eigenen Sprache reden, seiner Muttersprache. Und man konnte sich verstehen, obwohl jeder in seiner eigenen Sprache redet. Das ist ein wunderschönes Bild aus dem Judentum. Menschen, die etwas aus der himmlischen Welt in sich tragen, sprechen eine eigene Sprache. Eine eigene Sprache ist im Judentum ein Bild für Identität, Authentizität, Echtheit. Der Geist Gottes schenkt jedem ganz individuell Gaben und Talente, Befähigungen und Schätze und Möglichkeiten. Der Geist Gottes, wird uns von den Juden gelehrt, ist ein Geist der Inspiration. Menschen haben Visionen, Ideen, Träume, sie brennen wie von Feuer entzündet. Und sie träumen nicht ihr Leben, sondern sie leben ihre Träume. Sie gehen von einer Kraft zur anderen, so wie es in Psalm 84 heißt. Das Feuer, das Gott entzündet in dieser irdischen Welt, bringt uns in Bewegung. Deshalb betet Augustin: Heiliger Geist, atme in mir, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich deine Gabe nie mehr verliere. Wir leben in einer Zeit, wo das Feuer Gottes unter uns entzündet ist. In den ersten Christen brannte es. Getreu dem Motto von Augustin, in dir muss brennen, was du dann in anderen auch entzünden willst. Und jetzt stelle ich mir die Realität vor. Wie ist das denn heute? Fast 2000 Jahre nach diesem Feuerentzünden. Da ist so viel, was versucht, dieses Feuer auszulöschen. Da kommen Stürme des Lebens, die versuchen, die Leidenschaft in mir zu ersticken. Da versucht so viel, das Feuer klein zu halten. Immer wieder Wind- und Sturmböen, denen wir kaum gewappnet sind. Und dann kommen am Ende noch Untiefen, Wasserströme, wo uns das Wasser bis zum Hals steht, die dann endgültig das Feuer auslöschen. Ich frage Sie heute, brennt in uns noch irgendetwas von diesem Feuer Gottes? Oder ist nicht alles so eine trübe Funzel, eine Sparflamme in unseren Herzen geworden? Hat es sich nicht längst schon ausgebrannt? Vielleicht noch ein bisschen Rauch, aber sonst Burnout. Damals wurden der Gemeinde 3000 Menschen hinzugetan. Damals ging es den Menschen durchs Herz. Damals sprach jeder seine eigene Sprache. Man tat den Mund auf, stellte sich auch gegen die Staatsmacht, sagte und machte seine Position deutlich. Und heute sind wir Christen nicht eher mundtot geworden, sprachlos? Oder solche, die eher nachplappern? Gibt es noch die unter uns, die Träume haben, prophetische Worte, die von einer Kraft zur anderen gehen? Es hat doch alles mit Feuereifer angefangen. Dorothee Sölle schreibt in ihrer Meditation Der lange Marsch Folgendes: O Herr, haben wir gedacht, mach uns zum Werkzeug deines Friedens. Aber was kam? War der lästige Streit mit der Behörde. Die Ordnung will und nicht Frieden, die tägliche Mühsal um Nichtigkeiten und das Schreckliche alleingelassen werden. Da wurden die Werkzeuge des Friedens zu Querulanten und lästigen Störern der schönen Einstimmigkeit. Und viele haben es jetzt schon immer gewusst, dass nichts zu machen ist im Rahmen Kirche. Wer kann schon jahrelang vom Manna leben und keinen Sinn sehen in dem, was er tut? Lohnt sich das Ziel für ein ganzes Leben voll Mühe und Konferenzen? Kommen wir je heraus aus der Erstarrung? Immer nur Sand und Steine und keine Menschen, die mit uns an der Arbeit bleiben, die uns helfen, eindeutig und öffentlich zu sprechen?
Wenn nur das Feuer wieder brennen würde, wenn nur die Fackel wieder brennen würde. Aber es ist so schwer, eine einmal erloschene Fackel wieder zum Brennen zu bringen. Nichts als ein wenig Rauch. Und dann beten wir mit Paul Gerhardt. Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Jesus, zünde doch dieses Feuer in mir wieder an. Ich möchte Sie heute ermutigen. Jesus hat es versprochen. Ihr werdet nicht kraftlos sein. Ihr werdet immer und immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Hören Sie, wie Paulus das in seiner Theologie zusammenfasst. Wie dieser Geist in Paulus wirkt, in seinen Empfindungen, in seinen Absichten, in seinem Selbstbewusstsein. Paulus sagt, der Herr sagte zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus antwortet, Gott, ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in meiner Schwachheit, im Ausgebranntsein, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen, denn ich weiß, wenn ich schwach bin, wenn meine Fackel aus ist, wenn das Feuer erloschen ist, so bin ich stark in dir. Und Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, eine Kraft, die uns wieder ganz neu entflammen will, zum Brennen bringen will. Beten Sie mit mir heute um diese Kraft Gottes, um den Heiligen Geist Gottes. Wissen Sie, vielleicht ist es ja in diesen Tagen gerade dran und nötig und wichtig, so ein neuer Spirit zugegeben, hier nur ein wenig Spiritus, um wieder neue Feuer zu empfangen, um wieder neu zu brennen, damit in mir das brennt, was ich auch in anderen entzünden will. Schauen wir mal, was passiert, wenn unsere Lebensfackel in diesem Geistreichen, in diesem Spiritus, in diesem Spirituellen getränkt wird. Ob sich da nicht ganz neu etwas entfacht, etwas in Feuer und Flamme kommt. Das wünsche ich uns, dass diese Kraft Gottes in uns neu wirkt und zum Brennen bringt, was schon so lange erloschen ist. Dazu segne Sie Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark. In denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die mühselig und beladen sind. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade Vielleicht ist folgender Gebetstipp von Gordon MacDonald ja auch etwas für Sie. Wer Gottes Antworten auf seine Gebete für andere aufschreibt, hat einen großen Schatz an Erinnerungen. Fangen Sie noch heute damit an. Und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, mit Gott zu sprechen, ihn anzuflehen. Schreiben Sie uns Ihre Sorgen, Probleme und wir nehmen uns gerne Zeit, um für Sie zu beten.
Lassen Sie uns miteinander und füreinander ins Gebet gehen. Gott, tastend und suchend gehe ich den Weg der Befreiung. Den Weg der Befreiung von den Bildern, die ich mir von mir und von anderen mache. Mit dir will ich diesen Tag ganz neu feiern. Einen Tag des Neuanfangs. Mit dem Licht der hellen Sonne. Mit deiner Sonne. Mit deinem Licht. Sei gegenwärtig, an jedem Tag, bei jedem Schritt. Lass uns spüren, dass du für uns bist, mit uns bist und nicht gegen uns. Und nun wollen wir gemeinsam so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin als die von Gott Gesegneten. Ihr seid das Salz dieser Welt. Vielleicht nur ein kleines Korn, aber dieses Korn wird man schmecken. Ihr seid das Licht dieser Welt. Vielleicht nur ein kleiner Funke, aber dieser Funke fällt hell auf den Weg. Ihr seid die Stadt auf den Bergen. Vielleicht nur ein einzelnes Haus, aber dieses Haus strahlt freundlich aus allen Fenstern. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Ich habe noch folgende Informationen für Sie. Das Buch von Matthias Berg erhalten Sie bei uns im Online-Shop oder überall im Handel. Das Lied, das wir zusammen gesungen haben, Lass dir an meiner Gnade genügen, erhalten Sie von uns kostenlos auf CD-Card. Wenn Sie daran interessiert sind, melden Sie sich bei uns. Den ganzen Gottesdienst können Sie noch einmal nachschauen in unserer Mediathek oder aber auf DVD für sich persönlich bestellen oder für jemand anderes, den Sie gerne auf diesen Gottesdienst hinweisen möchten. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie diesen Gottesdienst auf DVD erhalten möchten. Ganz herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung in Sachen Finanzen. Jeden Sonntag entstehen uns Kosten von ca. 5.000 Euro pro Gottesdienst. Das schaffen wir nur mit Ihrer Hilfe. Wie Sie uns spenden können, erfahren Sie auf unserer Homepage. Wir sagen ganz herzlichen Dank für Ihre große oder kleine, für Ihre einmalige oder dauerhafte Spende. Ich freue mich, wenn wir uns in Kürze wiedersehen. Bis dahin, Gott befohlen, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.